Hallo Menschen im Lockdown, ich bin Johannes und das hier ist der Versuch, spontane Treffen mit Freunden auch während Kontaktbeschränkungen und im Homeoffice noch möglich zu machen. Das ist ein Livestream, der jetzt seit 5 Tagen durchgehend läuft und Freunden, die den Link haben und das Passwort, die Möglichkeit gibt, einfach in unsere Küche reinzuschauen, quasi als digitale WG. Was die Erfahrungen damit waren und ob das so geklappt hat als virtuelle WG und welche Schwierigkeiten es gab, erzähle ich euch jetzt in dem Video. Wir sind jetzt am zweiten Tag, also es sind ungefähr 48 Stunden rum. Was uns als erstes aufgefallen ist, ist, dass wir irgendwie mitkriegen wollen, wenn jemand in unserer Küche auftaucht. Am Anfang habe ich noch relativ oft in der Küche vorbeigeschaut, um zu gucken, ob jetzt irgendjemand da ist. Und als niemand kam, war es auch so, woran liegt das, was passiert? Das Unspektakuläre an dem Experiment ist ja auch, dass nichts passiert. Und es tatsächlich sich langsam anfängt, in die Küche zu integrieren. Gestern war Silvester. Da kamen dann langsam so Situationen zustande, die angedacht waren, dass sich ab und an Freunde und Familienmitglieder in unsere Küche geschaltet haben. Dann waren 2 unterschiedliche Besucher in unserer Küche und wir haben nebenbei gekocht und so ein bisschen zugehört. Was dabei gut war, war, dass die Größe von den Gruppen das tatsächlich zugelassen hat, dass man miteinander sprechen konnte. Also dieses zeitliche Entzerren hat es geschafft, dass sich so eine spontane Begegnung ganz gut eingebürgert hat. Wie war's? Also es war super cool, Besuch zu haben oder Leute spontan einladen zu können. Und nachdem du ja dann zumindest so einen kleinen Warnton eingebaut hast, wenn jemand neu dazukommt, hat man sich auch nicht immer, wenn man hier gesessen hat, so ganz belauscht gefühlt. Gegen Ende hat es mich vielleicht nicht genervt, aber es gab dann schon auch mal einen Moment, wo ich hier saß und gehört habe, wie jemand reinkam und gedacht habe, ich bin nicht da. Ich muss jetzt einfach mit wem anders reden. Insgesamt war es schön, gerade jetzt im Lockdown Besuch zu haben und auch mal mehr von deinen Freunden und Freundinnen zu sehen. Ich würde es beschreiben als so Fenster für Besuch. Was für mich das Spannendste war, war, dass dann auf einmal der Smalltalk in ein tatsächliches Gesprächsthema übergegangen ist, als wir nämlich herausgefunden haben, dass so die andere Person die gleiche Ausbildung wie ich vor einigen Jahren schon gemacht hat und jetzt in Rente geht und mir halt aus total viel Berufserfahrung erzählen konnte. Das war einfach für mich komplett überraschend und total wertvoll. War echt ganz gechillt, war echt ganz cool. Dieser Aspekt, dass man sich so zufällig trifft, den habe ich die ganze Zeit gedacht, den kann man nicht herstellen digital, aber du hast es jetzt gemacht und eben geht es scheinbar. So, das fand ich cool, so, das hat mich überzeugt. Warum warst du nicht in unserer Küche? Ja Mann, ich bin die ganze Zeit so rumgelungen. Ich habe nichts gemacht, wo ich mich hätte in einen öffentlichen Raum stellen können. Wie sich herausstellen sollte, hat dieses Problem auch noch andere Leute. Ich frage mich halt auch immer, okay, wähle ich mich jetzt da ein, ist dann da überhaupt jemand? Oder spreche ich irgendeine Awkward-Diskussion, wo ich gerade reingehe? So, ich weiß es halt nicht. Ich fände es eigentlich ganz cool, wenn es auch eine andere Küche ist, wo man dann, wo wir genauso in eine andere Küche reinsneaken können, wie die Leute, die uns besucht haben, jetzt bei uns spontan in die Küche platzen konnten. Also ich glaube tatsächlich, man muss sich über Themen annähern. Also irgendetwas setzen, wo man dann in ein Gespräch reinschlittert. Sagen wir mal so, wenn es jetzt in meiner Wohnung einen Punkt gegeben hätte, zum Beispiel in die Küche, wo ich gewusst hätte, ah, hier bin ich immer mit jemandem verbunden, wenn ich hier reingehe, dann hast du genau, ist es was anderes, als sich aktiv da reinzuhängen. Ich würde es, glaube ich, eher so machen, dass man sich entweder doch mehr mit Leuten verabredet und sagt, okay, zu dem Zeitpunkt bin ich da, da gibt es irgendwie was. Ja, vielleicht, also das kann ja auch sein, dass man einfach sagt, okay, man installiert das in 3 Küchen oder so. Oder man installiert das im Büro in der Küche und wenn jemand im Homeoffice ist und Bock drauf hat, kann das auch in der Küche machen. So ein Automatismus während meiner Arbeitszeit, wenn ich zum Kaffee oder Tee kochen in die Küche gehe, bin ich online.
Vielleicht wäre es doch schöner, das im Wohnzimmer zu haben, einfach, dass man so ein bisschen sich ein bisschen bequemer hinsetzen kann. Vielleicht auch die Einstellung, dass ich selbst einstellen kann, wann ich verfügbar bin und wann nicht, und dass das vielleicht die anderen Menschen auch sehen. Wenn sie irgendwie den Raum aufrufen. Da kann man nicht nur digital WG-Kasten, sondern quasi digital Probe wohnen für mal ein oder zwei Tage. Wie geht's weiter? Was man aus den Erfahrungen raushören konnte, war schon die Frage, wie sieht es eigentlich aus, wenn es nicht dieses Zuschalten immer gibt, sondern wenn es wirklich eine WG-Küche wäre, die virtuell dauerhaft verbunden ist. Und das wird jetzt der nächste Schritt sein. Dafür habe ich parallel mit unterschiedlichen Hardware-Settings experimentiert, um eine günstige Lösung zu finden, um in guter Qualität das Gleiche wie bei uns in der Küche nochmal aufbauen zu können. Wenn jemand Interesse hat, allgemein an den technischen Hintergründen, dann kann er gerne den Zweitkanal abonnieren, wo es in den nächsten Tagen dazu ein Video geben wird. Der Hintergrund zu dem Projekt ist, dass wir vor anderthalb Jahren ein Projekt entwickelt haben, wo wir zwei Stadträume miteinander verbinden wollten, dass wir wegkommen, Kommunikation als individuelles Angebot zu verstehen, so wie wir immer alleine vor dem Laptop sitzen, sondern eher Menschengruppen oder Nachbarschaften miteinander zu verbinden. Da sind wir aktuell noch auf der Suche nach Partnern. Auch dazu wird es dann hier neue Erfahrungsberichte geben. Wenn euch das Thema Kommunikation und Experimente in dem Feld interessieren, dann könnt ihr euch den Kanal ja mal merken. Hier wird es bald auch nochmal Erklärungsvideo geben, welchen Einfluss Kommunikationsstrukturen noch auf lokaler Ebene haben und auch was das für Auswirkungen auf unsere Identität hat. Und ein Experiment aus Stuttgart, wo wir Social Media im Stadtraum ausgedruckt haben und alles, was irgendwie zu lokalen Themen gepostet wurde. Wenn ihr Anregungen habt oder sonst Feedback da lassen möchtet, dann tut es gerne. Vielleicht sehen wir uns dann nochmal bei einer anderen Gelegenheit. Und bis dahin wünsche ich euch, dass ihr gesund bleibt und auf bald. Tschüss! Wie lebt denn der Mensch? Wo isst er denn? Was kocht er denn? Ich war nicht wahr.